Eine weitere Woche. Seit heute sind wir in Österreich tatsächlich nicht mehr im harten Lockdown zumindest. Wir sind wieder zurück im soften Lockdown, könnte man sagen. Ja, es geht wieder weiter mit einem Gewürz und zwar mit dem Fleisch- und Bratengewürz. Das war heute im Adventkalender. Und ich muss euch natürlich auch noch zeigen, was ich von meiner Freundin heute bekommen habe. Also, ich habe von meiner Freundin, übrigens, ich habe Kabel bestellt. Wir haben zu wenig Kabel, zweimal Micro-USB-Kabel und zweimal USB-C-Kabel. 3 Meter jeweils, damit wir mehr Kabel haben. Ja, egal. Auf jeden Fall habe ich von meiner Freundin dieses Shirt bekommen, einfach ein basic graues Shirt. Von denen habe ich schon von der gleichen Marke und ich glaube sogar wirklich das gleiche Shirt, nur in anderen Farben. Und die sind super und ja. So, wir haben gerade noch draußen eine Runde gedreht, weil Alter, den ganzen Tag drin sein, das macht einen auch irgendwann fertig. Und jetzt haben wir das Bäumchen noch schnell eingeschaltet, weil wir jetzt ja, zu einer guten Uhrzeit gerade wieder nach Hause gekommen sind. Jetzt haben wir die Produkte eingeschaltet. Ich glaube, heute gab es noch kein Adventskalender-Unboxing. Heute ist der 8. Ne? Ja, ja. Okay, was haben wir heute für ein Gewürz drin? Wir wissen es heute selber noch nicht. Okay. Okay, wir haben heute ein Avocado-Topping. Okay, alles klar. Und ich werde jetzt gleich noch ein bisschen Frag-Raffi aufnehmen. Let's go. Alter, gerade mitten im Stream, ich habe einfach so einen Knall. Ich dachte mir, okay, ist halt irgendwas umgefallen. Meine Freundin kommt dann so. Ja, der Rauchmelder ist einfach runtergefallen. Der ist einfach schön runtergeknallt. Top. Wenn der da zum Beispiel runterfällt, hier in meinem Raum, der fällt mir direkt auf die Finger, leckt mich am Arsch. Jetzt habe ich das einfach mal meinem Vater gesagt und der schreibt denen eine Mail, dass jemand vorbeikommen soll, dass der das bitte abcheckt, dass das alles hält. Das kann es ja nicht sein. Ich meine, warum man, falls ihr euch jetzt fragt, warum wir nichts an der Decke angeschraubt haben, das liegt daran, dass hier bei uns eine Deckenheizung verbaut ist, deshalb können wir nichts da befestigen und deshalb sind die Rauchmelder auch nicht befestigt, aber das muss man doch von Anfang an so planen, dass das geht. Und heute gab es ein Pizzagewürz. Es schneit um einiges mehr als beim letzten Mal. Ich meine, wir können hier nochmal, ja, ich glaube man sieht es ein bisschen. Doch, ja, man sieht's. Es schneit noch immer und es ist halt sogar dieses Mal schon relativ viel Schnee. Ich wundere, wie ich aussehe. Ich bin erst aufgestanden. Ja, schön. Ich mag Schnee wirklich. Und jetzt werde ich dann ein bisschen Kaizo Mario 3D World schneiden. Aber ich bin halt komplett am Verzweifeln bei diesem Spiel, weil es ist viel zu schwer. Ich bin so froh, wenn das vorüber ist alles. Aber wir haben heute ein Aglio e Olio Gewürz. Wir haben gerade noch was vom Chineses bestellt, weil ja, Gastro ist ja sowieso bis Mitte Januar, seid leise, zu. Und jetzt haben wir noch schnell was bestellt, wieder so ein etwas billigeres Mittagsmenü. Das ist, meine Uhr ist leer. Ja, also in 10 Minuten oder so fertig und das holen wir dann schnell. 20 Minuten später. Immer wieder schön draußen eine Runde zu fahren mit einem tollen, matschigen Nassschnee. Hier haben wir auf jeden Fall unsere Frühlingsrolle. Hier für meine Freundin, ja, wobei eigentlich für uns beide Beilagennudeln. Ich finde es voll krass, dass das so viele Nudeln sind, dafür, dass die nur knapp über 3 Euro kosten. Und hier haben wir unser Hühnerfleisch mit Pilzen und Bambus. Und das mit Reis und der Frühlingsrolle 7,10 Euro gekostet, glaube ich, ja, genau. Wir fahren jetzt testen, nicht die Massentests, die in Österreich stattfinden, ja. Da bin ich am Samstag, habe ich mich angemeldet, aber ja, meiner Freundin geht es nicht gut. Jetzt hat sie vorher angerufen und der Arzt hat gesagt, sie soll vorbeikommen um 17:30 Uhr und jetzt fahren wir. So, wir sind wieder zurück zu Hause. Alles supi. Test war negativ. Jetzt haben wir noch schnell was eingekauft, nachdem wir wussten, dass der Test negativ ist. Und ja, genau, jetzt heißt es noch was für Studium erledigen. Ich habe mich heute noch nicht gemeldet, glaube ich. Außer mein Kurzzeitgedächtnis ist wieder mal komplett von Arsch, was auch sein kann. Aber ich glaube, ich habe mich heute noch nicht gemeldet. Ich will gerade den Elfer auspacken. So, jetzt habe ich es aber. Jawohl. Was haben wir denn heute? Ein
Bratkartoffelgewürz. Auch nice. Ich hasse Kartoffeln. Da kann man wieder nicht ausschlafen, weil das gefixt wird. Also, ich wollte es davor nochmal filmen. Ich sitze gerade im Schnitt und mir ist gerade aufgefallen, ich habe ja nicht mal erzählt, warum unsere Fliesen da drin überhaupt weg sind. Ich zeige euch das schnell. Also, als wir hier privat diese Garderobe einbauen lassen haben, die ist da in die Wand verschraubt. Und als diese Kästen angeschraubt wurden, ich will das Ergebnis noch nicht vorwegnehmen, deshalb filme ich jetzt noch nicht rein, aber auf jeden Fall waren die Schrauben zu lang und deshalb sind drin dann die Fliesen gesprungen. Ja, dann haben wir die irgendwann rausgestemmt und jetzt sind die neuen drin, aber das seht ihr ja jetzt gleich. Wir bauen gerade unser Bett auseinander, denn uns ist ja hier ein Fuß abgebrochen und seitdem hatten wir hier diese Dosen als Fuß und jetzt haben wir hier neue selbstgemachte dran gemacht. Jetzt hält's auf jeden Fall. Jetzt ist mein Onkel weg, mein Onkel war da mit meinem Cousin und mein Cousin hat die Fliesen gemacht und mein Onkel hat währenddessen noch ein paar andere Sachen gemacht, eben unter anderem das Bett hier. Ja, also wir haben hier jetzt wunderbare Füße, die auch wirklich halten. Dazu gibt es eigentlich nochmal eine genaue Story, da war halt nur ein so ein kleiner Fuß dabei, wir haben das falsch montiert und dann ist das irgendwann ausgebrochen und ja. Die Story muss ich irgendwann nochmal ein bisschen genauer erzählen. Ich will euch jetzt noch schnell zeigen hier im Bad. Ja, ich habe es euch ja vorher gezeigt, wie es ausgesehen hat. Jetzt sieht es wieder so aus, als wäre nie etwas gewesen. Ja, und wir haben auch noch hier diesen Kasten einfach aufgehängt, weil der stand davor einfach nur am Boden und dieses Türchen hier hat am Boden, wow, geschliffen, whatever. Und das haben wir damit jetzt auch behoben. Und mein Onkel hat mir auch noch was anderes mitgenommen. Und zwar einen neuen Sitz für meinen Sessel. Fokussierkamera, du Drecksding. Ja, auf jeden Fall einen neuen Bezug für meinen Sessel, weil der davorige war ja schon richtig abgeranzt zu rot und so, ne? Den kennt ihr ja, glaube ich, alle. Und jetzt habe ich auf jeden Fall einen richtig nicen neuen schwarzen Sitz. Jetzt ist ja einfach alles schwarz, abgesehen von den Joy-Con. Und ignoriert die Kabel da, da bin ich noch immer nicht zugekommen. Ja, wie spät ist es eigentlich? Ah ja, okay, in einer Stunde ist ungefähr UE-Drop. Ich weiß noch immer nicht genau, was ich mir holen soll. Ich will mir aber auf jeden Fall was holen bei UE. Mal schauen. So, jetzt geht's ab zum Massentest. Um 15 Uhr habe ich mir meinen Termin reserviert und jetzt ist es, ich glaube, ungefähr 15 Minuten davor. Ja, 48. Also, let's go. Ich denke mal, ich bin negativ, wenn nicht, dann... Nee. Ich habe übrigens gerade das Testergebnis bekommen. Der Test ist negativ. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht, aber jetzt wissen wir es. Gerade ist das Video rausgekommen, das... welches denn? Ihr wisst schon, das Nintendo-Kritik-Video. Wir haben heute den 13. Ich weiß nicht, habe ich heute den Adventkalender schon aufgemacht? Ich glaube nicht. Okay, meine Freundin klatscht, das heißt, sie hat ihn schon aufgemacht. So, als erstes zeige ich euch das von gestern, das habe ich euch nämlich noch nicht gezeigt. Wir haben einmal hier ein Hähnchengewürz, damit haben wir heute auch schon gekocht, das ist richtig nice. Und wir haben heute drinnen gehabt eine Gemüsebrühe ohne Zuckerzusatz. Danke an meine MVP-Kanalmitglieder Lufti, Missy, Pelenius, Yoshi und Homie. Wenn auch ihr hier genannt werden wollt, müsst ihr einfach nur MVP-Kanalmitglied werden.